Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So, hui, wir sind in Xarkor, besser gesagt beim Eingangstor. Hui, das war spektakulär alles zusammen. Ray ist Gott sei Dank nicht gestorben, er ist jetzt unser Begleiter. Das heißt, wir müssen das nicht alleine schaffen, so wie es ausschaut. Wir dürfen einen Freund noch mitnehmen. Ach, trotzdem bin ich ganz schön aufgeregt. Also im positiven Sinn. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Wir mussten ja auch unseren lieben Bruder umbringen. Ein paar Parts davor. Wir werden sehen, wie viele Feinde hier noch auf uns warten werden. Ich werde mal was essen, glaube ich. Und mich mal heilen, wenn es möglich ist. So nicht. So nicht. Dann halt nicht. Vielleicht haben wir Glück und es gibt hier Betten. Das glaube ich zwar weniger. Daraus wird nichts. Ach komm, gar nichts mehr. Na, ich warte hier. Echt jetzt? Du gehst vor. Echt? Ich wollte jetzt nämlich rauslocken. Tja. Ich warte hier. Na gut. Dann probieren wir unser Glück. Okay. Die tun irgendwie nichts. Das ist ja schon wieder verdächtig, oder? Wieder verdächtig. Warum greifen die uns nicht an? Schaut, was sieht uns hier eigentlich? Mir ist das wurscht, ich hau die weg. Obwohl, der hat es mal überzuckert, dass wir da sind. Dann werden wir mal das Portal hier benutzen. Portal zum Eispalast. Das ist ja glatt wieder speicherungswürdig. Total interessant. Echt. Den da oben klatschen wir auch weg. Miep. Wie dämlich. Also, wie komplett dumm. Kannst du einfach so umhauen. Naja. Die haue ich auf jeden Fall alle weg, weil wenn wir die Hybriden angreifen müssen, die kommen dann alle auf einmal, sind wir garantiert hin. Deshalb machen wir die lieber gleich kaputt. Oh. Okay, speichern. Ja. Können wir uns jetzt noch wegporten, theoretisch? Ich werde nämlich noch einmal schlafen gehen. Ja, wir können uns tatsächlich noch einmal wegporten. Ich lager der Mitte. Wir gehen schnell noch einmal pennen, damit wir das volle Mana noch ausnutzen können. Und ich glaube, da vorne wartet schon der Chef. Nämlich Kallax, wie es ausschaut. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich möchte gesund sein. Wenn wir den Kerl da angreifen. Bis zum nächsten Morgen pennen. So. Schü. So. Jetzt habe ich halt leider... Ich wollte noch eigentlich die Karten alle finden. Aber jetzt werden wir das große Finale einläuten, schätze ich mal. Zum Glück habe ich nicht angestrebt, das Spiel zu 100% zu schaffen. Hallo! Dein Erscheinen hier zeugt von deiner Stärke. Ja. Wie ich sehe, ist dein unbändiger Wille immer noch ungebrochen. Ach du, viele Unwegsamkeiten habe ich auf mich nehmen müssen, um hierher zu kommen. Dir muss doch klar sein, dass dein Weg hier enden wird. Oder der deine. Die Direktive in ihrer momentanen Fassung ist fehlerhaft und wird den Alps auf lange Sicht unweigerlich zum Verhängnis werden. Mhm. Wir sind schon so weit gekommen,
dass nichts, was du tun könntest, etwas daran ändern wird. Du sagst wir, doch redest du eher von den Plänen des Hybriden. Ja, und das ist gut so. Das ist der einzig nachhaltige Weg für unser Volk. Die Direktive wird uns allen die nächste Evolutionsstufe bescheren. Hast du etwa auf deinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen etwas Erstrebenswerteres gefunden? Nein. Unsere Elex-Lager sind im Übermaß gefüllt. Welche Macht der Welt wird uns jetzt noch überwinden können? Der Mensch, du bist verblendet. Der Hybrid hat deinen Geist vernebelt. Das ganze Elix hat mich nicht daran hindern können, den Eispalast zu stürmen. Richtig, doch müssen wir einige Modifizierungen vornehmen. Kälte wäre zu niedrig. Ich würde sagen, die Mitte. Probieren wir mal die Mitte. Das ganze Elix hat mich nicht daran hindern können, den Eispalast zu stürmen. Ja, viele Alps haben ihr Leben auf dem Schlachtfeld verloren. Doch sie taten es für einen höheren Zweck. Den Fortbestand und der Evolution unserer Art. Bald schon wird der Hybrid seine Arbeit vollenden. Jetzt doch, das und wir werden alle ein Teil seines neuen Zeitalters. Ich werde ja sehen, ob du recht hast, wenn ich mich mit dem Hybriden selbst besprochen habe. Jemand hier in diesem Haus hat mich verraten. Nee? Jemand hier in diesem Hause hat mich verraten. Verrat? Das ist doch eher die Domäne der Primitiven aus den südlichen Ländern. Der Abschuss meines Gleiters, meine Exekution, der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Alps. Das alles hat einen Ursprung. Und der ist hier im Eispalast zu finden. Du wirst mir jetzt sagen, wer dafür verantwortlich war. Du hast den einzig richtigen Pfad verlassen, als du die Beförderung zum Elexitor ausgeschlagen hast. Danach war dein Fall nur noch eine Frage der Zeit. Selbst dein eigener Vater sprach über dich von einer großen Gefahr für unser Volk. Er sprach von Verirrung und dem größten Fehler seines Lebens, dass er dich in die Welt gesetzt habe. Das hat Vardek gesagt? Was noch? Vardeks Dynastie war zu der Zeit die mächtigste am Hofe dieses Hauses. Aber aus irgendeinem Grund schien ihm das nicht zuträglich zu sein. Er hatte ein sehr emotionales Wort, wie er von deiner Person sprach. Etwas befremdlich für mich. Bis zu dem Tage, an dem er zu den Separatisten überlief. Da wurde mir klar, dass er das Elex abgesetzt hatte und dem Wahn der Emotionen verfallen ist. Wie genau lautete das Wort? Er nannte dich einen Bastard. Sehr freundlich, oder? Das ist der schönste Spitzname, den man seinem Sohn geben kann, oder? Also mir würde es jetzt nicht wundern, wenn der eigene Papa uns abgeschossen hat, ne? Wer hat meinen Raum belegt? Was? Wer hat meinen Raum belegt während meiner Abwesenheit? Wer hat meinen Raum belegt während meiner Abwesenheit? Ich habe die Räumung deiner persönlichen Dinge kurz nach deinem Absturz in Auftrag gegeben. Dein Vater wollte das übernehmen. Ob er aber schon tätig geworden ist, bevor er ins Exil ging, habe ich nicht geprüft. Verstehe. Ich werde sehen, ob du recht hast, wenn ich mit dem Hybriden selbst gesprochen habe. Ich werde ja sehen, ob du recht hast, wenn ich mit dem Hybriden selbst gesprochen habe. Du glaubst, er wird dich empfangen? Ja. Dich? Den, der die höchste Auszeichnung, die wir Alps zu vergeben haben, ausgeschlagen hat? Den, der das Volk der Alps in seinen Grundfesten angreifbar machte? Er wird dich kaum in seine Kammer hineinlassen. Er hat gar keine andere Wahl. Dann ist der Schaden, den dein Exil bei dir angerichtet hat, größer, als ich bisher angenommen habe. Wie auch immer, meine Zeit der bedingungslosen Gefolgschaft einer zweifelhaften Direktive ist vorbei. Mach, was du für richtig hältst. Geh und erfülle deine letzte Mission, die du dir selbst gegeben hast. Bald schon wirst du erkennen, wie falsch deine Einschätzungen sind. Ich werde mich nun wieder meinen Aufgaben widmen. Mein Volk bedarf meiner Führung. Der ist gar nicht so blöd. Der ist gar nicht so deppert, dieser Tarek. Das ist gut.
So, dann schauen wir mal weiter, ne? Du bist da. War das gerade der Hybrid? Oder Kallax? Na, Moment, Kallax haben wir besiegt. Das war unser Bruder. Entschuldigung, ich bin so doof. Der Hybrid war das gerade, Alter. Wieso? Ja, vergesst das. Mal schauen, ob es hier noch was gibt. Hier geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Da drüben war noch was, oder? Oder hat das nur so ausgeschaut? Hier meine ich. Von hier sind wir hergekommen, genau. Dann da drüben wollte ich noch klupschen. Aber da ist eh alles zu. Wahrscheinlich das. Was? Na, das wird der Rückweg sein, wahrscheinlich. Oder ist es generell verschlossen? Ein Tresor. Einmal hacken. Okay, das war sowieso schon falsch. Okay, das passt auch nicht. Ich glaube, das klappt nicht, ne? Weil wir da zu schlecht sind. Wegen Hacken und so, ne? Da hätte ich müssen die höchste Stufe erlangen. Egal. Wurscht. Halt. Was ist das? Achso. Nur so ein Display. Ich dachte schon, da wäre was zum Aktivieren oder so. Ich sehe dich. Servus. Es ist aber nicht gut, wenn der uns sehen kann. Das ist die Frage, da lang oder da lang? Speichern tut's. Kleiner Heiltrank. Vatex Aufzeichnungen. Meine Kinder sind wieder erwarten außerordentlich stark geworden. Was ist es? Das kriegerische Gen oder der Kampfgeist der Berserker? Mir wird langsam klar, dass ich sie beide an den Hybriden verloren habe. Sie sind nur noch Werkzeug der Maschine. Damit sind sie unerreichbar für mich. Gänzlich aus meinem Einflussbereich verschwunden. Mich erreichte gerade die Nachricht, dass Jax den Auftrag bekommen wird, den Pilger aufzusuchen. Es wird Zeit zu handeln. Außerhalb der schützenden Mauern des Palastes ist er verwundbar. Ich habe Zadom schon zum Treffpunkt bestellt. Er wird die Ausführung des Plans übernehmen. Es muss jetzt alles sehr schnell gehen. Ich darf diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Jax lebt. Viele Berichte aus den Ländern der freien Menschen weisen darauf hin. Noch hat Tarek keinen Verdacht. Doch das kann sich schnell ändern. Ich werde umdenken müssen. Auch wenn Kallax es nicht geschafft hat, Jax auszuschalten, ist er trotzdem die beste Option, die ich habe. Ich muss die beiden noch einmal zusammenbringen, damit Kallax seinen Auftrag endlich abschließen kann. Vielleicht habe ich ja Glück und sie kehren beide nicht wieder. Arschloch! Mein Plan ist gescheitert. Jax ist unauffindbar. Es heißt, er kämpft nun für die freien Menschen gegen sein eigenes Volk. Ich habe keine Wahl. Ich muss den Eispalast verlassen und ihn finden, bevor Tarek davon erfährt. Denn das wird er, früher oder später. So oder so wäre das mein Todesurteil. Das Exil und die Separatisten sind meine einzige Chance. Alter! Vadek also. Mein eigener Vater steckt schlussendlich hinter dem Ganzen. Meine Havarie. Meine Exekution.
Mein Kampf gegen Kallax. Die Bastarde, die Waleks Stellung am Hofe des Palastes sichern sollten, wurden ihm am Ende zum Verhängnis. Das ist ein Arschloch. Naja, kalt halt, ne? Alp. Durch und durch Alp. Komm zu mir. Wir haben viel zu besprechen. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, wir sind eh schon da. Geht das auf? Aha, drück. Der Hybrid. Da vorne ist er. Ich glaube, ich sollte... Ich meine, es speichert eh gerade. Aber ich werde noch einmal schnell drauf speichern hier. So, dann probieren wir zum Glück. Servus. Du hast dir Zeit gelassen. Ich hatte früher mit dir gerechnet. Wupp, 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 Stufe aufgestiegen. Du wusstest, dass ich den Eispalast angreife, nicht wahr? Dein Volk hat dir keine Wahl gelassen. Ja, aber es war alles andere als leicht. Es hätte auch schief gehen können. Nein, deinem Überlebenswillen sind die anderen nicht gewachsen. Reden wir von dem Willen, den du mir nehmen wolltest, als du mir den Chip in meinen Kopf gepflanzt hast. Hätte der Chip bei deiner Exekution keinen Schaden genommen, würdest du diese Frage nicht stellen. Du würdest verstehen, dass sich wahre Stärke und umfassendes Wissen nur im Kollektiv wirklich entfalten können. Ein Kollektiv, das nur von einem Individuum kontrolliert wird, ist kein Kollektiv, dem ich angehören will. Unter diesen Umständen ist mir der Preis für die nächste Evolutionsstufe zu hoch. Das ist verständlich. Zumal du sie alle überwinden konntest, um hierher zu kommen. Dein Erscheinen hier ist der Beweis, dass du der nächsten Stufe näher bist als jeder andere deiner Art. Deine Art ist gnadenlos und schlachtet Menschen ab. Wie weit bist du dich von den Menschen... Was? Wie weit hast du dich von den Menschen entfernt, um von meiner Art sprechen zu dürfen? Wenn das so ist, dann werde ich die nächste Evolutionsstufe erreichen. Das? Deine Art ist gnadenlos und schlachtet Menschen ab. Das Aufkommen dieser Individuen ist nur eine temporäre Erscheinung. Doch das ist nicht mehr relevant. Und du weißt das auch. Der Meteor kam in die alte Welt nur zu einem Zweck. Magallan muss vorbereitet werden auf diejenigen, die kommen werden, diese Welt in Besitz zu nehmen. Der Punkt ist nun erreicht, dass die Maschine ihre Arbeit aufnehmen kann. Wer wird kommen? Was sind sie? Wenn du wirklich die Zukunft kennst, dann sag mir, was als nächstes geschieht. Du hast einen großen Aufwand betrieben, deine wahre Identität geheim zu halten. Wer kommt? Wer wird kommen? Was sind sie? Das liegt außerhalb deiner Vorstellungskraft. Selbst ich kann den Worten der Wissenden zuweilen nicht folgen. Die Wissenden? So nennen sie manche. Doch ist das nicht mehr deine Sache. Du hast einen großen Aufwand betrieben, deine wahre Identität geheim zu halten. Du hast einen großen Aufwand betrieben, deine wahre Identität geheim zu halten. Schon damals hatte ich gegen die Engstirnigkeit meiner Zeitgenossen zu kämpfen. Die Menschen haben an ihrem Verhalten wenig geändert. Wenn du wirklich die Zukunft kennst, dann sag mir, was als nächstes geschieht. Die Welt, wie du sie kennst, wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Alles Leben wird sich der neuen Ordnung fügen oder ausgelöscht. Du hast viel erreicht, Jax. Vor allem hast du dafür gesorgt, dass ich meine wertvolle Zeit für meine Vorbereitungen nutzen konnte. Das klingt fast so, als hättest du das alles geplant. Auch wenn mein Einfluss auf dich durch deinen defekten Chip begrenzt war, tat er doch seine Wirkung. Die Kleriker hätten mir durch einen direkten Angriff auf den Eispalast mit ihrer vollständigen Kampfkraft gefährlich werden können.
Doch du hast sie aus ihrem Hort getrieben und in den offenen Krieg geführt. Sie haben dank dir ihre Schlacht in Ignadon zwar gewonnen, doch waren sie anschließend zu geschwächt, um noch ein ernstzunehmender Gegner zu sein. Unsinn, die Kleriker trafen ihre Entscheidung zum Angriff auf die Alpheere. In Ignadon aus freien Stücken. Zeit, das war alles, worum es ging? Aus freien Stücken? Unsinn. Die Kleriker trafen ihre Entscheidung zum Angriff auf das Alpheer in Ignadon aus freien Stücken. Menschen, die verzweifelt sind, haben nichts mehr zu verlieren und sind gefährlich. Doch du gabst ihnen Hoffnung. Ohne den reinen Feldherrn, den du ihnen besorgt hast, hätte sie ihre Verzweiflung bis zum Äußersten getrieben. Zeit. Das war alles, worum es ging. Was ist mit dem Elex, das für dich gefördert wurde? Das Elex ist natürlich eine Notwendigkeit. Nun ist es in ausreichender Menge vorhanden. Darüber hinaus musste dafür gesorgt werden, dass ich auch weiterhin ungestört bleibe. Der Bau des Big Bang in Tavar hat ebenfalls geholfen, die freien Menschen abzulenken. Und wenn Konrad nun tatsächlich eine Bombe mit großer Zerstörungskraft gebaut hätte? Dann hätte sie sich gegen die Kleriker gerichtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Duke damit den Eispalast bedrohen würde, war gering. Des Weiteren hast du Konrad eliminiert. Er wird ganz sicher keine Bombe mehr bauen. Ist das alles? Nein, bei weitem nicht. Doch sei noch das Schicksal meines Erzfeindes Thorald erwähnt. Dass du ihm Kaya brachtest, hatte ein direktes Scheitern seines Elex-Experimentes zur Folge. Ihre Verbindung zum Elex war so stark, so dass Thorald die Kontrolle darüber verlor. Ich glaube dir kein Wort. Ich werde das mal so hinnehmen, auch wenn ich gewisse Zweifel habe. Du bist wahrlich ein perfektes Wesen, wenn du all das vorausgesehen hast. Ich glaube dir kein Wort. Irrelevant. Du bist nur ein Störfaktor in dieser Rechnung und musst vernichtet werden. Ah, jetzt geht's rund. Du willst mich verunsichern. Du erzählst mir das alles nur zu einem Zweck, mich emotional zu manipulieren. Du willst mich ablenken, damit du leichteres Spiel mit mir hast. Das wird dir aber nicht helfen. Ich bin nicht den langen Weg hierher gekommen, um nun in Stille unterzugehen. Mein unüberwindlicher Lebenswille wird nun auch dich bezwingen. Dawkins! Dann ist alles gesagt. Nimm also nun das Unvermeidliche an, Mensch. Ob ich das jetzt überleben werde? Hallo. Ich werde, glaube ich, schlimm verrecken. Na, du Schrottkiebel. Okay, das geht besser als gedacht. Okay. Hallo, Energie. Das war jetzt zu einfach. Kann man noch was looten? Da. Hybrid zerstört. Und was ist jetzt mit dem Elex? Umkehren, auf unsere Seite bringen? Nix. Nee. Okay. Dann hauen wir halt wieder ab, ne? Oh.
Magalan, die letzte Bastion der Menschheit. Dawkins sprach von den Wissenden, die er als die zukünftigen Herren dieser Welt ansieht. Er sprach von seinem Plan, die Welt auf die kommenden Zeiten vorzubereiten. Doch ist vieles immer noch unklar. Was wird mit den Menschen und den anderen Lebensformen geschehen? Bedeutet es für sie die totale Vernichtung? Bedingungslose Unterwerfung? Oder bedeutet es das Erlangen der nächsten Stufe in der Evolution? Durch die Befreiung des Geistes von seinem vergänglichen Körper? Was es auch sein mag, es wird Magalan in seinen Grundfesten erschüttern. Die Menschen müssen erkennen, dass nicht so bleiben wird, wie es jetzt ist. Auch sie werden sich vorbereiten müssen. Sei es nun für eine Neuordnung oder für einen weiteren Kampf ums Überleben. Meine Rolle dabei habe ich nun selbst in der Hand. Es bleibt die Frage, wer wird meinem Weg folgen? Viele sind in den letzten Tagen von uns gegangen. Und diejenigen, die Dawkins Krieg um das Elex überlebt haben, werden nun ihre eigenen Pläne verfolgen. Was werden sie tun, wenn die Wissenden erst einmal hier sind? Ich will Gewissheit darüber, was uns in den nächsten Jahren erwartet. Wer an meiner Seite steht. Und wer es jetzt immer noch wagt, mir die Stirn zu bieten. Mir, Jax, der Bestie von Xakor. Okay, das war's. Das ging jetzt aber schneller zu Ende als gedacht, oder? Heißt das, bei dem offenen Schluss dürfen wir auf ein Elex 2 hoffen? Das wäre sehr, sehr schön. Das würde mich wirklich sehr freuen. Na gut. Nachdem hier die Credits schon durchlaufen, ne? Mal schauen, ob nachdem hier noch eine Abschlusssequenz kommt, aber mal mein Fazit zu dem Spiel, ne? Die Kritikpunkte an dem Spiel sind ja eigentlich verständlich, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das mit der Mimik, mit den Gestiken der Charaktere, das, ja. Sollte es ein Elex 2 geben, könnte man ja wirklich da ein bisschen dran schrauben. Da gefällt mir zum Beispiel von Risen, vom 2er, das 3er werde ich jetzt erst einmal anzocken müssen, dürfen. Aber vom 2er her, die hatten wesentlich mehr Gestiken, finde ich, als hier bei Elex. Da könnte man vielleicht noch dran schrauben. Und man vermisst schon ein bisschen, muss ich sagen, den beliebten Gothic 1 und 2. Scham, sag ich mal. Aber es ist halt auch klar, dass man, ich glaube, dass man solche, wie soll man sagen, dass man gewisse Sachen heutzutage nicht mehr machen darf, da man sonst mit diversen, keine Ahnung, wie soll ich sagen, die Frauen würden sich aufregen, wenn sie wieder in der Minderheit sind. Oder Rassismus und weiß was ich was alles. Ne? Also so, ich sag mal, dieses Frechsein mehr oder weniger. Ne? Oder dieser harte Umgangston, wie man es von Gothic 1 und teilweise auch von Gothic 2 gewohnt ist. Das wird es halt heutzutage nicht mehr spielen, denke ich mal. Da würden sich zu viele Leute aufregen. Aber naja, trotz allem, ich finde das Spiel ist in Ordnung. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob es einen zweiten Teil geben wird. Das würde mich sehr freuen. Wie dann Magalan in den nächsten Jahren aussehen wird. Wenn dann der neue Gegner kommt. Ob wir dann vielleicht schon bis dorthin stolzer Vater sind. Werden wir sehen, also Jax halt, ne? Mal schauen, was die Zukunft für uns bereithält.
Ja. Nichtsdestotrotz, ich werde immer ein Piranha-Bite-Fan bleiben. Egal was passiert, ich werde jetzt dann auch gleich mal schauen, dass ich Risen 3 installiere. Das Spiel habe ich ja schon länger. Ich wollte es auch schon mal let's playen, bin ich aber nicht dazu gekommen, weil Alex dann auf einmal da war. Und darum habe ich das jetzt verschoben. Zuerst Alex und jetzt Risen 3. Ja. Das kann ich schon mal vorweg ankündigen. Ja. Wie fandet ihr das Spiel? Sagen wir mal so. Gefällt es euch? Wünscht ihr euch einen zweiten Teil? Oder sagt es, na danke. Also wenn nochmal das in dieser Form kommt, brauche ich es nicht mehr. Vielen herzlichen Dank. Wie geht's euch mit den Epochenunterschiede, sage ich mal, vom frech gesprochen primitiven Berserker, der sein Farmer und naturwohl liebender Mensch-Dings ist, seid lieber der Fan von The Outlaws, mehr so modern schon, aber bescheiden lebend in der Wüste, mehr so die Diebe quasi. Oder möchtet ihr das Hochmoderne lieber, was die Separatisten hatten? Ich bin von der Natur aus eher der Berserker-Typ. Schwert, Axt, Magie, das ist meins, das war schon immer so. Wenn ich die Wahl habe, werde ich immer ein Berserker sein, sozusagen. Jo. Aber es ist echt krass, wie viele Leute an so einem Spiel arbeiten eigentlich, ne? Das ist echt wow. Jo, also ich lasse euch jetzt mal mit dem Abspann hier alleine. Bin gespannt auf eure Meinungen. Vielleicht mögt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel fandet. Jo, wie gesagt, ich bin sowieso ein Fan von Piranha Bytes. Ich glaube, da ist mir schon wurscht, was sie machen. Ich habe ja auch schon gemeint gehabt, ich werde auch Gothic 3 versuchen zu let's playen, ich will es versuchen. Und auch, ich glaube, wie heißt es jetzt, Arcadia 4 oder so? Also das Gothic 4. Möchte ich eigentlich auch gern probieren, vielleicht in naher, in Klammer ferner Zukunft, mal schauen. Aber auf jeden Fall ist jetzt mal die Risen-Reihe zum Vervollständigen, das hat jetzt mal Vorrang. Und ja, auch Moonlighter möchte ich gern weiterspielen. Und wie gesagt, The Evil Within ist momentan ein Thema für sich bei mir. Das stößt mir jetzt ein bisschen sauer auf, das Ganze. Aber ja. Na gut. Also für die Zukunft haben wir noch genug Projekte. Mit Sicherheit. Ja. Mal schauen, was uns noch alles erwartet. Also in dem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß mit den Credits und wir hören uns im nächsten Projekt. Also dann, tschüssi!
Alles klar.